Christian Tiffert, gestern 0:0 im letzten Heimspiel gegen Wolfsburg. Was ist dein Fazit vom Spiel? Dass man vielleicht sagen muss, dass man mit dem 0:0 auch leben muss. Denn es ist ja so, es ist ein gefährliches Spiel, wenn es 0:0 steht. Und bei der Offensive mit Edin Dzeko vorne kann aus nichts ein Tor passieren. Aber wir haben sicherlich mehr getan fürs Spiel. Aber letztendlich die richtig zwingenden Möglichkeiten haben wir auch nicht gehabt. Es waren ein paar knifflige Aktionen dabei, wo, denke ich, der Schiedsrichter auch immer richtig lag. Wir haben es versucht, haben mehr getan fürs Spiel, wie ich eben gesagt habe, aber man muss dann auch damit leben mit dem Punkt. Es gab, du hast angesprochen, es gab einige knifflige Situationen im Strafraum. Wie hast du die erlebt? Die Fans und das Umfeld hat ja da auch teilweise Elfmeter gefordert. Hast du das genauer gesehen? Das weiß ich nicht, aber ich habe gehört, dass es abseits war. Und deshalb sind da alle Situationen absolut richtig gewesen. Jetzt geht es zum letzten Spiel der Hinrunde nach Bremen. Was ist das Ziel, wenn ihr jetzt nach Bremen fahrt? Ja, natürlich wollen wir da auch einen 3 holen, das ist klar. Ich denke, wir haben in allen Auswärtsspielen bisher uns nicht versteckt. Haben uns bemüht, auch die 3 Punkte wieder mit nach Laudern zu nehmen. Und das wird auch in Bremen so sein. Und ich denke, dass die Saison hat gezeigt, dass wir auch auswärts punkten können. Wir werden es versuchen. Alles klar, Dankeschön. Thomas Petzos, 0:0 heute gegen VfL Wolfsburg. Ist es ein gewonnener Punkt oder hättest du lieber 3 Punkte geholt? Ich denke, jeder hätte gerne 3 Punkte geholt, aber wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Dem Gegner hat keine Torchancen ermöglicht und im Nachhinein, auch wenn es ein bisschen bitter ist, hätten wir das Spiel gewinnen können. Du bist 19 Jahre, noch sehr jung. Dein Gegenspieler heute war Dzeko. War das ein besonderes Gefühl? Es ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl, gegen so einen Top-Spieler zu spielen. Aber ich denke, ich hatte viel Unterstützung von anderen und konnte die Aufgabe dann gut lösen. Ist Dzeko irgendwie besser als andere Spieler? Also momentan weiß ich nicht. Also zu vergangenen Zeiten fand ich ihn ein bisschen besser. Aber wie gesagt, es gibt einige Spieler in Wolfsburg, die nicht das abrufen, was sie wirklich können. Du hast auch dein erstes Tor geschossen, das dann leider nicht gezählt hat, aber für ein paar Sekunden hattest du die Glücksgefühle. Wie war das? Ja, ich wusste, dass ich ein bisschen im Abseits stand, aber ich habe halt gehofft, dass es noch reicht und ja, war halt schade. Ihr habt einige Chancen gehabt, gerade in der zweiten Halbzeit gab es einige strittige Szenen im Strafraum. Wie hast du das erlebt? Also ich finde, das erste Handspiel, also war für mich klar ein Handspiel, kann man auch geben, also Elfmeter. Schiedsrichter hat es halt nicht so gesehen und muss man halt munter putzen und dann weitermachen. Und von den Chancen hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Jetzt geht es zum letzten Spiel der Hinrunde nach Bremen. Was erwartest du von der Partie an der Weser? Ja, ich denke, es wird nicht einfach, aber Bremen steht jetzt auch nicht so gut, wie man sie sonst einschätzt. Und es ist auf jeden Fall einiges möglich. Wir versuchen halt Gas zu geben und das Spiel dann zu gewinnen. Alles klar, Dankeschön.